Leute, es gibt Big News. Hearts of Iron 4 bekommt scheinbar schon deutlich früher dieses Jahr seinen ersten DLC. Warum ersten? Das sage ich euch gleich. Wir schauen uns kurz den Ankündigungstrailer an. Der droppt nämlich auch schon mal direkt, worum es dieses Mal gehen wird. Offizielle Ankündigung erfolgt am 25. Januar. Aber ich meine, wenn ihr euch mal die Karte hier anschaut, was man im Hintergrund tatsächlich schon sieht, man sieht einen Kartenausschnitt und es gibt auch im Video selber, gibt es ein paar Hinweise. Und zwar gibt es Rauch und es gibt neben dem Rauch gibt es auch Kampflärm. Ja. Es wird gekämpft. Und wir haben eine Schlange. Na, und dem einen oder anderen dürfte das ganze Schlangen und Rauch in der Geschichte Brasiliens sicherlich ein Begriff sein. Der Ankündigungstrailer, der offizielle Trailer für Arms Against Tyranny kam übrigens am 7.6. Das war 4 Monate vor Release des DLCs. Das heißt, wir bekommen jetzt dann am 25. Januar, also nächste Woche Donnerstag, die offizielle Ankündigung, also den offiziellen Ankündigungstrailer und werden dann auch wahrscheinlich in Form von Dev Diaries etc. mehr Infos zu diesem Inhaltsupdate bekommen. Es ist ja schon länger bekannt gewesen, dass Paradox Interactive gesagt hat, sie möchten ein bisschen ihre Studios strukturieren, neu strukturieren, die Arbeitsabläufe optimieren und auch mehr Inhalte releasen. Das macht man ja aktuell vor allem für Crusader Kings 3 schon recht erfolgreich mit 2-3 Updates, bezahlten Updates jedes Jahr. Victoria 3 möchte man den gleichen Weg gehen und dann hast du jetzt natürlich noch Hearts of Iron 4, einer der immer noch umsatzstärksten und spielerstärksten Titel, den Paradox Interactive eigentlich bis heute hat. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man auch hier natürlich versucht, wahrscheinlich mehr Geld rauszuholen. Ich glaube nicht, dass es ein kompletter, vollwertiger DLC sein wird. Ich glaube, es ist ein reines, kosmetisch, also ein reiner Focus-Tree-Update, so wie Battle for the Bosporus, der ja quasi für Türkei, Griechenland, Rumänien und Bulgarien, glaube ich, die Inhaltsupdates, so also die neuen Fokusbäume gebracht hat. So wird das wahrscheinlich hier auch sein. Brasilien, Argentinien, Bolivien, denke ich mir jetzt einfach mal. Gibt mehrere Optionen. Also das ist jetzt Option A. Es gibt einfach ein Fokusbaum-Update à la Battle for Bosporus für bestimmte brasilianische Nationen. Und dann gibt es Ende des Jahres noch ein Update mit den restlichen, den restlichen südamerikanischen Nationen. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das auf zweimal aufteilt. Einmal Mitte des Jahres, einmal Ende des Jahres. Der erste Schwung bringt nicht viel Neuerung mit sich, einfach nur ein erstes Update. Und das zweite Update bringt dann nachher mehr Content mit sich. Kann auch sein, dass das natürlich nicht stimmt, dass wir jetzt einfach ein Fokusbaum-Update für Südamerika bekommen, wo alle Nationen oder alle wichtigen Nationen, außer jetzt vielleicht Uruguay, ein Update bekommen. Und dann Ende des Jahres nochmal was anderes kommt. Ich vermute aber wirklich, dass wir jetzt hier entweder alle 6 Monate ein DLC bekommen, oder man jetzt hier einfach den Plan komplett umschmeißt und wir jetzt dann quasi ein Jahr lang kein DLC mehr bekommen. Aber ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, mal davon abgesehen, dass dieser DLC jetzt in Südamerika spielen wird und Südamerika erweitert um Fokusbäume. Natürlich ist die Frage auch, gibt es vielleicht auch ein benötigtes Update der Provinzen? Die Provinzen Südamerika sind sehr groß, du kannst eigentlich nicht so viel machen. Kriegsführung ist übelst langatmig. Deswegen ist da natürlich die Frage, ob es da ein Update gibt, was die Karte angeht. Gibt es mehr Provinzen? Wird die Versorgungssituationsmöglichkeiten verbessert? Weil zum Beispiel ist es manchmal so, vor allem im Early Game, dass du teilweise nicht mehr mit den Flugzeugen in bestimmte Regionen kommst, weil du keine Flughäfen irgendwo bauen kannst. Gut, ist natürlich jetzt logisch, in Amazonas keinen Flughafen bauen können, aber es geht ja nicht um das, was damals war, es geht ja auch ein bisschen um das, was der Spieler machen will. Und wenn ich in Amazonas einen Flughafen bauen will, dann baue ich da einen Flughafen hin. Das da, davon abgesehen, da würde ich mir auf alle Fälle wünschen, dass es ein Update bei den Provinzen gibt. Ich denke mal, prozentual 30, 40 Provinzen mehr würden weder der Performance schaden, noch Südamerika als Kriegsschauplatz. Dann natürlich die andere Frage, die es gibt. Bekommen jetzt dann alle Nationen ein Update oder nur bestimmte Nationen?
Das wird sich zeigen. Ich bin da auf alle Fälle sehr gespannt. Aber dann gibt es noch eine andere Sache, die ich mir auch schon gestellt habe, eine andere Frage. Und zwar, wir sind jetzt tatsächlich relativ durch mit Hearts of Iron 4. Wir haben eigentlich Updates für alle wichtigen Nationen bekommen, außer Deutschland. Deutschland wartet immer noch. Italien, die Sowjets, China, Japan, Großbritannien, Frankreich. Also irgendwie alle Nationen haben eigentlich in der Zwischenzeit, alle Major-Nationen haben in der Zwischenzeit ein Update bekommen. Viele kleine Nationen haben ein Rework bekommen. Es fehlt eigentlich so wirklich nur noch tatsächlich auch Südamerika. Und dann ist die Frage, was kommt dann? Schwenkt man um und fokussiert sich jetzt mehr auf Inhaltsupdates, die sich nicht auf alternative Spielweisen oder halt quasi alternative historische Trees fokussieren, zum Beispiel neue Regierungsmechaniken, neue Bevölkerungsmechaniken, neue Industriemechaniken, solche Geschichten, oder geht man her und erweitert dann das Spiel selber, indem man aus Hearts of Iron 4 WW2 Hearts of Iron 4 WW1 und 2 macht, keine Ahnung. Habe ich immer noch Bock drauf. Wird es mal noch feiern, wenn Paradox diesen Weg geht und dann einfach nochmal irgendwas im Ersten Weltkrieg macht. Aber ich glaube nicht, dass wir das machen werden. Aber die Frage, die ich mir stelle, was würde danach kommen, wenn man jetzt Südamerika durch hat? Und das Problem ist natürlich auch, man muss den Leuten was verkaufen. Was ich mir nochmal vorstellen könnte, ist, dass man einen kompletten Deutschland-Rework macht oder Mitteleuropa. Deutschland, Österreich, Belgien zum Beispiel, die Nation. Luxemburg zum Spaß als Troll. Dass man da nochmal ein Update macht. Nächstes Jahr zum Beispiel das große Mittelmächte- oder Mitteleuropa-Update. Das könnte auch nochmal funktionieren mit einem Pack dazu, mit ein paar Reworks, neue Features. Aber was kommt dann? Weil eigentlich alle Nationen dann irgendwo durch sind, die auch nur annähernd interessant wären. Ich glaube aber, es gibt eigentlich nichts mehr, was noch fehlen würde. Das heißt, rein theoretisch hätten wir dann 2026 keine Möglichkeiten mehr, was man noch DLC-technisch machen könnte. Was könnte man also 2026 noch machen? Und das ist die Frage, die man hier sich sicherlich stellen sollte. Wie geht's weiter? Es ist ja bekannt aktuell, dass die nächsten 3-4 Jahre voraussichtlich kein Hearts of Iron 5 kommen soll. Wenn ich jetzt sage, ich hätte Content bis 2026, ne, also man kümmert sich dieses Jahr um Südamerika, nächstes Jahr nimmt man sich nochmal Europa vor und das Jahr drauf macht man vielleicht einfach ein großes Update mit einem fetten Feature, was alle haben wollen. Dann hast du 2027. Und dann sagst du mit 2027, ciao, wir sind zufrieden, das Spiel passt so, wie es ist, das können wir so stehen lassen und beginnt quasi nächstes Jahr schon oder Ende diesen Jahres trotzdem schon, auch wenn es natürlich hieß, letztes Jahr glaube ich, dass man aktuell keinen weiteren Plan hat für Hearts of Iron 5, aber Sachen ändern sich und man darf auch PR-Aussagen nicht immer alle ernst nehmen. Kann natürlich dann sein, dass man dann dieses oder nächstes Jahr trotzdem schon anfängt zu arbeiten. Erstmal so eine Basis schafft, eine hinter der Tür System, Mechaniken testen und dann halt 2027 oder 2028 dann Hearts of Iron 5 anstrebt. Das ist auch meine Vermutung. Irgendwie so 2028, 2029 war meine Schätzung eigentlich. Das ist so 5-6 Jahre von heute. Dann hat auch das Spiel Hearts of Iron 4 tatsächlich wieder 10, 11, 12 Jahre auf dem Buckel. Was relativ lange ist. Kann auch sein, dass es früher ist. Also ich glaube auf alle Fälle, dass wir Hearts of Iron 5 noch vor 2030 sehen werden. Das ist einfach ein Ding, wo ich relativ stark von ausgehe. Ich glaube aber, die Spiele, die jetzt erstmal kommen, ist Europa Universalis 5. Es wird wahrscheinlich einer der nächsten Titel sein. Stellaris 2 bietet sich auch auf alle Fälle in der Zwischenzeit massivst an. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit eines komplett neuen Grand Strategy Titels. Nicht Millennia, das ist für mich kein richtiger Grand Strategy Titel, das ist einfach nur ein Civ-Abklatsch. Auch wenn man es natürlich noch nicht weiß, was rauskommt, aber für mich ist alles, was irgendwie in dem Genre spielt, ein Civ-Abklatsch. Ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist für mich einfacher, das einzuordnen. Aber so Grand Strategy wird es dann wahrscheinlich eher in Richtung EU5, dann ist Stellaris 2 und dann wahrscheinlich, gehe ich mal von außen, 4-5 Jahren dann Hoi 5 sein. Trotz allem, jetzt kommt erstmal Südamerika. Wie sie das aufteilen, wie das ablaufen wird dieses Jahr, das werden wir mal sehen, ob es jetzt dann 2 DLCs gibt, einen kleinen, einen großen oder 2 große oder 2 kleine. Das wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Eure Meinung gerne in die Kommentare, damit ich auch raus für heute, liebe Leute. Macht's gut. Also ich melde mich wieder, wenn es was gibt. Tschüss.